Ich wünschte mir, ihr müsstet euch das nicht angucken, aber ein In It to Win It. Das Internet. Welcome. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Dies, das Internet. Beim ersten Mal hatte ich noch ein Schrottmikro, beim zweiten Mal schon ein gutes Mikro und jetzt beim dritten Mal habe ich sogar ein Licht, was ganz okay ist. Vielleicht wird es nächstes Mal ja sogar inhaltlich gut. Wer weiß, auch heute habe ich wieder drei Leute versammelt, die sich darum betteln werden, wer diese Folge Dies, das Internet gewinnen wird. Und die möchte ich euch jetzt natürlich ganz am Anfang mal vorstellen. Sie kenne ich tatsächlich übers Internet, über Instagram und bei YouTube habe ich mir dann auch viel angeguckt und fand sie wahnsinnig witzig. Freue mich deshalb, dass sie heute hier ist. Janine vom Olivenbaum, herzlich willkommen. Ja, gibt es auch im Internet. Kennengelernt habe ich ihn aber tatsächlich auf einem Open Mic. Auch er ist Stand-Up-Comedian. Herzlich willkommen, René Kaspar. Hallo. Hi, René. Und kenne ich dadurch, dass er mir im Kindergarten mal eine Schaumstoffmatte auf den Kopf gehauen hat und dann von der Erzieherin dazu verdonnert wurde, so lange bei mir zu bleiben, bis ich aufhöre zu heulen. Und er ist immer noch hier, also ich weiß nicht, was das jetzt aussagt. Hallo, Nils. Hi. Aufgabe 1. Nicht süße Katzenvideos. Ja, wir haben heute wieder vier Aufgaben vorbereitet, beziehungsweise ich habe Aufgaben vorbereitet und die TeilnehmerInnen haben Lösungen dafür parat. Und ich möchte gar nicht drum herum reden und mit der ersten Aufgabe anfangen. Die beschäftigt sich mit einem der größten Internet-Klischees und zwar mit der Vorliebe des Internets für Katzenvideos. Allerdings mit so einem kleinen Twist. Und zwar ging es darum, ein am wenigsten süßes Katzenvideo zu finden. Ich bin mal gespannt, wie das den Teilnehmenden gelungen ist. Und ich würde einfach mal sagen, Janine, warum fangen wir nicht bei dir an? Willst du kurz erklären, was du für ein Video mitgebracht hast? Und zwar, ich habe eine Weile gesucht und konnte mich erst nicht entscheiden. Und dann habe ich tatsächlich das gewählt, was ich wirklich am unsüßesten fand. Das ist mein Beitrag. Ich sag mal kurz was dazu. Das ist, Achtung, jetzt kommt's flach. Das ist keine Katze, das ist eine Kotze. Ja, ein guter Beitrag auf jeden Fall. Ich musste mich doch ein bisschen zusammenreißen, mich nicht selbst zu sehr zu ekeln. Ich finde es schön, dass sie so erhöht ist. Das macht es irgendwie spektakulärer. Ja, da wünscht man sich richtig nicht im Schussfeld zu sein. Auf jeden Fall. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Beitrag. Nils, ich würde mal mit dir weitermachen wollen. Was hast du uns mitgebracht? Ja, sehr gerne. Also die Aufgabe war ja, das am wenigsten süße Katzenvideo zu finden. Ich glaube, ich habe was sehr Gutes gefunden, aber ich möchte mich im Vorhinein auch direkt dafür entschuldigen. Ich wünschte mir, ihr müsstet euch das nicht angucken, aber ein In It to Win It. Deswegen, hier ist der Link. Oh mein Gott. Also wenn das kein Material für eine Comedy-Show ist, ne? Nee, also es tut mir wirklich schrecklich, schrecklich leid. Aber wenn ein Katzenvideo nicht süß ist, dann wohl dieses. Ich hatte ein paar Tränen in den Augen beim Gucken. Aber was man nicht alles tut für Fake-Punkte im Internet, das ist mein Beitrag. Nicht schlecht, ganz anderer Weg, auch eine ganz andere Katze. Und ich bin mal gespannt, was René den beiden entgegenzusetzen hat. Ich muss sagen, es geht auch in Richtung Monty, eher als in Richtung aggressiver Löwe. Ich glaube, das ist es. Ja, es ist natürlich die Kategorie, ich bin auch auf Monty gestoßen. Monty war bei mir auch in der engeren Auswahl. Aber irgendwie dachte ich,
Also so diese Sache, dass halt die andere Katze da noch involviert ist, das hat es für mich irgendwie nochmal, das hat es für mich noch besonderer gemacht, einfach dieses Video. Ja, ich finde schon mal, wir haben auf jeden Fall drei starke Bewerber hier auf den ersten Punkt. Und ich bin jetzt natürlich noch gespannt zu hören, wie ihr die jeweils anderen Videos fandet. Würde ich in der gleichen Reihenfolge machen. Janine, was sagst du? Warum ist dein Video besser als das von Nils und René? Naja, ich weiß nicht. Also ich hatte vier Katzen und auf jeden Fall ist es schon mal sehr eklig, wenn eine Katze kotzt. Vor allen Dingen, wenn sie dafür auch noch extra auf den Schrank geht, weil sie hat ja offensichtlich vorher schon von da oben gekotzt. Und dann nicht runterzukommen, um unten weiter zu kotzen, sondern wieder von oben zu kotzen, ist schon ziemlich hinterfotzig von dieser Katze. Und deswegen ist es das unsüßeste Video, weil sie ist durchtrieben und bleibt extra da oben. Das ist natürlich mutig, der Katze da Absicht zu unterstellen, aber ich hatte noch nie eine Katze, also damit kennst du dich besser aus. Ja, Nils, was sagst du? Ja, also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, jetzt mit Katzen-Kotz-Videos ein neues Genre für mich entdeckt auf YouTube. Da gehe ich nachher auf jeden Fall mal auf eine Reise, weil ich das schon unfassbar lustig fand. Aber eben auch, ich muss, vielleicht weil der Geruch nicht dabei war oder weil ich selbst nie eine Katze hatte, aber ich fand es auch leicht süß, muss ich sagen. Ich fand die Videos nicht konkret unsüß. Deswegen, genau, würde ich sagen, mein Video war sehr unsüß. Deswegen habe ich die Punkte verdient. Nee, das ist jetzt natürlich die Frage. Ist das einfach ein seltsamer Fetisch von Nils oder ist das berechtigte Kritik? Was sagst du, warum ist dein Video das? Also ich finde es ziemlich krank, ehrlich gesagt, sich so zu äußern jetzt über kotzende Katzen. Also es ist halt einfach nur ekelhaft. Was ich jetzt einwenden muss zu Janines Video, ich habe mir das, da gibt es dann noch eine längere Version von. Und es ist tatsächlich so, dass diesem kotzenden Kater, kotzender Katze, ich gender das jetzt natürlich auch, dass da ein furzender Hund vorausgeht. Also unten ist ein Hund, der furzt. Und daraufhin kotzt Monty oben. Das heißt, Monty. Okay, konnte da, das habe ich nicht gesehen. Monty konnte da, glaube ich, überhaupt nichts für. Das war eine klassische Kettenreaktion. Deswegen, ne, das ist natürlich dann auch kein reines Katzenvideo mehr. Ne? Natürlich so kann man es natürlich als Katzenvideo präsentieren. Ich finde, für mich ist das ein kleiner Minuspunkt und genauso auch ein Löwe, ja, gleiche Tierfamilie, ja, okay, aber ne, das ist halt, also das zählt für mich halt einfach auch nicht in die Kategorie und deswegen habe ich, finde ich, den einzig gültigen Beitrag auch. Nicht nur den besten, sondern den das sind große Worte. Große Worte für eine sehr kleine Show. Und jetzt liegt es wieder an mir, zu entscheiden, wer hier in Führung geht, wer den ersten Punkt bekommt. Ich muss sagen, es hat mir tatsächlich alles sehr gut gefallen. Zwei kotzende Katzen und ein aufgefressenes Zebra. Ein Zebra muss ich allerdings sagen, als ich den Titel gelesen habe, Löwe ist neugeborenes Zebra, hatte ich es mir irgendwie noch blutiger vorgestellt. Also da war ja gar nicht so viel Action dann letztendlich. Vielleicht bin ich zu abgehärtet durch zu viel Internet. Aber das war mir dann, also ich fand das Zebra ein bisschen süß und deswegen gibt's den Punkt da nicht. Und die Entscheidung fällt zwischen zwei kotzenden Katzen. Und da muss ich sagen, fand ich die Argumentation von René einfach die bessere. Also der furzende Hund und die Katze, die da gar nichts tun kann, die Geschichte hat mir gefallen. Insofern herzlichen Glückwunsch, René. Der erste Punkt geht hier an dich. Ja, Wahnsinn, ey. Gänsehaut. Aufgabe 2. Neue Podcast-Formate. Kommen wir zur zweiten Aufgabe. Bei der zweiten Aufgabe ging es um was? Ja, das gibt es vielleicht schon wie Sand am Meer, aber auch nicht immer in der besten Qualität, und zwar Podcasts. Ja, und die konkrete Frage an der Stelle war aber, ein neues Podcast-Format zu pitchen. Zu pitchen, wie es heißen könnte, wer die Moderatoren sein könnten, vielleicht auch die Moderatorinnen und worum es gehen soll. Und ich bin mal gespannt, was ihr euch dazu überlegt habt. Nils, an der Stelle würde ich mit dir mal anfangen. Was ist der neue Star am Podcast-Himmel? Ja, sehr gerne. Es gibt, jede Generation hat ja quasi ein Universalgenie. Ob es jetzt ein Leonardo da Vinci ist oder heutzutage vielleicht ein Donald Glover, die gibt es in jeder Generation ganz selten. Was es viel gibt, sind Leute, die sich für Universalgenies halten. Das sind meistens Männer und oft findet man die im Fußball. Und ein Beispiel dafür ist er hier, Peter Neururer.
kann alles, hat in seinem Leben vielleicht mal einen Aufstieg erreicht mit Schalke und mal UEFA Cup mit Bochum, aber wenn man ihn in Interviews hört, er könnte den MSV Duisburg in die Champions League führen. Deswegen ist er der perfekte Host für einen Podcast, der sich da nennt, ich habe auch schon ein kleines Logo designt, Peter Neururer rettet die Welt, da ist das Logo zu sehen. Meine Schwester ist studierte Designerin und ich finde, man merkt, dass das in der Familie liegt, das Talent auf jeden Fall. Das Prinzip ist, dass jede Woche ein Promi zu Gast ist bei Peter Neururer und ein Problem von zu Hause mitbringt, das Peter Neururer dann lösen darf. Dafür hat er eine Woche Zeit, dieses Problem zu lösen. Und nach der Woche findet dann der Podcast statt und es wird evaluiert, hat er es geschafft, das Problem zu lösen oder nicht. Der Podcast hat eine begrenzte Laufzeit, weil es gibt nur so viele Folgen, bis Peter Neururer es schafft, tatsächlich ein Problem zu lösen. In anderen Worten, eine unbegrenzte Länge. Man kann da 50 Staffeln von machen. Ja, es gibt dann vielleicht noch so ein paar Rubriken da drin in dem Podcast. Zum Beispiel dürfen dann Fans anrufen und Peter Neururer von Problemen aus ihrem Alltag erzählen. Die beantwortet er dann gerne im Podcast. Das ist gar kein Problem für ihn. Vielleicht gibt es mal ein groß angelegtes Projekt, also über mehrere Podcast-Folgen hinweg einen Kreisligisten vor dem Abstieg retten oder sowas. Das kann er dann machen. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten für Peter Neururer bei Peter Neururer rettet die Welt. Das ist mein Vorschlag für ein Podcast-Projekt. Ja, Peter Neururer, immer witzig. Da teile ich deine Einschätzung absolut. Und ich glaube, er hat es auch selbst oft genug gesagt, dass er sich für den besten Trainer der Welt hält und eigentlich mal mindestens bei Barcelona oder Madrid untergebracht sein müsste. Und warum ihn dann nicht alle anderen Probleme aller anderen Menschen lösen lassen? Finde ich eine clevere Idee. René, ich bin mal gespannt, was für eine Konkurrenz es für diese Idee gibt. Ich bin gerade schon immer kleiner geworden, weil diese tolle Präsentation natürlich mich auf eine Art jetzt auch eingeschüchtert hat mit meinen drei Stichworten, die ich hier auf dem Zettel habe. Aber ja, alte weiße Männer war auf jeden Fall schon mal ein gutes Thema. Ich habe mir überlegt, meinen Podcast moderieren Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, also auch natürlich aus der Fußballwelt, klar. Und ich dachte, die könnten halt als Experten mal so über Menschenrechte sprechen, über Diversität oder vielleicht auch aktuell eine neue Impfstrategie für Deutschland irgendwie aufstellen. Ich hatte den Eindruck, die hätten da ganz gute Ansätze gehabt. Und nennen würde ich das Ganze Immun ins Abseits. Okay, irgendwie auf eine Weise ähnlich. Auch Fußballthematik und auch Leute, die dafür absolut nicht die Kompetenz haben, erklären anderen, wie es geht. Aber das scheint ja irgendwie auch Podcast zu sein. Janine, ich bin mal gespannt, ob es bei dir ähnlich aussieht oder doch eine ganz andere Idee dahinter steckt. Ja, auf jeden Fall geht es bei mir in eine ganz andere Richtung. Ihr habt ja alte weiße Männer genannt, hauptsächlich Fußballtrainer. Bei mir geht es in die jüngere Sparte an Menschen. Also mein Podcast würde heißen Zwei Windeln, eine Breinung. Und die Moderatoren sind zwei Babys, die über ihre Eltern lästern. Unter anderem, also sie würden zum Beispiel über ihre Eltern lästern, so, ich brauche nur zu schreien und die Alte kommt direkt, so, nee, ich schreie mal 2 Stunden und meine Mutter kommt nie. Und ja, welche Windeln magst du am liebsten und welcher Brei schmeckt dir gar nicht? Und in anderen Folgen würden sie so Babysachen aus dem Internet bewerten oder ob man die braucht oder nicht, ob das total unnötig ist. Aber sie würden hauptsächlich über ihre Eltern lästern und auch so Geheimnisse aus dem Babyleben preisgeben. So Lifehacks, wie man seine Eltern richtig nerven kann. Das fände ich tatsächlich auch ganz spannend, mal zu hören, was so ein Baby eigentlich zu sagen hat, wenn man gerade nicht dabei ist. Ich stelle es mir nur ein bisschen schwierig von der Aufnahme vor, aber das muss ja an der Stelle nicht das Problem sein. Ich bin du mal hast gesagt, es kann auch unrealistisch sein. Ja, ich habe gesagt, es kann auch unrealistisch sein. Und ob nun Peter Neururer die Welt rettet oder zwei Babys miteinander reden, ich halte da tatsächlich die zwei Babys für realistischer. Also da ist schon was dran. Naja, diskutieren wir es noch weiter. Ich bin natürlich auch darauf gespannt, wie ihr die anderen Podcast-Projekte seht. Nils, was sagst du zu René und Janine beziehungsweise zu ihren Podcast-Pitches? Ja, ich fand beide Ideen erstmal nicht schlecht. René und ich sind ja in eine recht ähnliche Richtung gegangen. Ich finde den Twist auch nicht schlecht, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sich zu solchen Themen äußern zu lassen. Das Problem dabei für mich ist, dass ich mir, glaube ich, nicht mehr als eine Folge anhören könnte. Bei Janine finde ich auch eine gute Idee. Ich glaube, das Comedy-Potenzial gerade bei Babys ist noch lange nicht ausgeschöpft. Da gibt es noch ganz viele Sachen, die man finden könnte.
Was mich dabei stören würde, wäre, glaube ich, dass die Weinpausen zum Weinen für die Babys alle 20 Minuten, das ist, glaube ich, ein Problem, was im Schnitt auch lange dauert, das rauszukriegen. Insofern bleibt eigentlich nur mein Podcast übrig, Peter Neururer rettet die Welt. Ja, René, jetzt natürlich auch Kritik an dir irgendwo. Trotzdem auch ein Kompliment. Wie siehst du deinen Podcast auch im Vergleich zu den anderen? Ja, also ich muss sagen, ich bin wirklich Fan von Peter Neururer rettet die Welt. Da kann ich auch sagen, was ich will. Ich bin halt einfach auch Fußball begeistert und Peter Neururer ist natürlich ein klasse Typ. Ich sag mal so, ich glaube, dass der, weil der halt alleine ist, dass das vielleicht ein bisschen langweilig wäre. Ach, ich versuche jetzt gar nicht hier irgendwas zu kritisieren. Das ist einfach ein tolles Ding. Und das mit den Babys finde ich eigentlich auch ziemlich lustig. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil Babys sind ja dumm eigentlich auch, ne? Also die können ja gar nicht so gut denken und so, ne? Deswegen ist es dann vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Also, dass es irgendwann anstrengend wird, das hat bisher noch die wenigsten Leute davon abgehalten, einen Podcast zu machen. Janine, ich bin trotzdem mal gespannt auf dich. Du stehst hier natürlich irgendwie einer Fußballübermacht gegenüber, warum deine Babys doch besser sind. Ja, es ist einzigartig. Ich glaube, niemand würde damit rechnen. So, wow, was? Babys, die reden können? Was? Viele Familien würden es sich anhören. Es würden sich auch junge Leute anhören, wahrscheinlich einfach, weil es witzig ist. Und es gibt es halt so noch gar nicht. Und so bei Fußball bin ich eh raus. Also die Namen, die ihr genannt habt, kannte ich gar nicht. Rummenigge habe ich mal gehört, aber die anderen kannte ich gar nicht. Neururer oder so. Deswegen, also ich kenne auf jeden Fall niemanden, der sich das anhören würde, weil im Freundeskreis keine Fußballfans sind. Wobei ich aber sagen muss, die Idee von René fand ich schon nicht schlecht, dass Menschen aus dem Bereich Fußball sich über sehr wichtige Sachen unterhalten, für die man Krebs haben muss, der über Sport hinausgeht. Die Idee von René fand ich schon ein bisschen besser als die von Nils. Aber ansonsten, wie gesagt, also meine Baby-Idee ist natürlich die beste, weil das gibt es noch nicht. Letztendlich hängt jetzt natürlich wieder alles von meinem ganz persönlichen Geschmack ab, ob ich Babys lieber mag oder Fußballtrainer. Ich werde im Sommer Vater, aber Peter Neururer ist schon auch ein geiler Typ. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hören möchte, die sich über alle möglichen Themen auslassen, dann gucke ich mir einfach jede Pressekonferenz des FC Bayern München an. Da wird es schon irgendwie schwieriger, wenn ich Peter Neururer die Welt retten sehen möchte. Und deswegen kriegt diesen Punkt für mich Nils. Herzlichen Glückwunsch. Aufgabe 3. Die beste Bauchbinde. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Bei der nächsten Aufgabe geht es ums Thema Bauchbinden. Für alle, die da jetzt nicht so genau Bescheid wissen, was das ist, Bauchbinden ist das, was man zum Beispiel bei Experteninterviews, aber auch bei allen möglichen anderen Formaten, die so im Fernsehen oder eben teilweise auch im Internet laufen, sehen kann, wo so eingeblendet wird, mit wem da gerade gesprochen wird. Und die Frage an der Stelle an die KandidatInnen war, die witzigste bzw. beste Bauchbinde zu finden, mit einer Extra-Regel. Und zwar konnten sie sich auch selbst eine Bauchbinde ausdenken, selbst ein Bild erstellen mit einer Person ihrer Wahl und einer Bauchbinde ihrer Wahl. Und wenn sie damit tatsächlich den Punkt gewinnen, das verraten sie mir jetzt im Vorhinein natürlich noch nicht, ob sie einfach was im Internet gefunden oder selbst kreiert haben, dann bekommen sie sogar 2 Punkte. Und ich würde sagen, fangen wir an der Stelle mal mit René an. René, zeig mal, was hast du mitgebracht als beste Bauchbinde, die man im Internet so finden kann? Ja, das zeige ich euch sofort. Da sind wir. Und zwar bin ich da auf was gestoßen aus einer amerikanischen News-Sendung. und das heißt hier Man with Bizarre Name Arrested. Entschuldigt bitte meine doch etwas holprige englische Aussprache. Und zwar heißt dieser Mann Bizo Dudu Zapiti Bob Bob Bob. diesen Mann gibt es auch tatsächlich und der hat sich, hat schon ziemlich viel Scheiße gebaut, aber das Lustige ist halt, er hat sich selbst diesen Namen, also den Namen praktisch ändern lassen. Er hätte vorher einen ganz normalen Namen, ich weiß den gerade gar nicht genau, aber in Amerika kann man sich ja irgendwie dann umbenennen,
wie man halt dann auch immer heißen möchte. Und der ist halt mittlerweile kriminell und fällt halt immer wieder auf. Und gerade aufgrund seines Namens ist er mittlerweile berühmt. Und das finde ich einfach eine schöne Geschichte. Der Name ist tatsächlich so absurd. Als ich zuerst gelesen habe, Man with, was war es, Absurd Name Arrested, dann dachte ich, dass sein Name KXLY4HD News wäre, was aber einfach der gerade. Name der Sendung war. Also da habe ich okay. in der falschen Reihenfolge gelesen. Ja. Aber ich finde es einen guten Beitrag. Ich bin mal gespannt, Janine, was du dem entgegenzusetzen hast. Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen im Internet recherchiert und ich habe diese Bauchbinde gefunden. Ja, ihr sehen könnt, erstmal finde ich es sehr witzig, sie heißt Maria Amjad und ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber es gibt einen Comedian in der deutschen Comedy-Szene, der Amjad heißt und ist zur Not auch Klopapier. Ich sag mal so, bei Bauchbinden kann man ja zum Beispiel auch nette Sachen drunter schreiben, die eine Person so den Zuschauern vorstellen. So zum Beispiel kommt aus Berlin, töpfert gerne, ist Ärztin. So. Und bei ihr hat man sich einfach dazu entschieden, drunter zu schreiben, dass sie zur Not auch Klopapier ist. Und ich finde, das passt auch super in die aktuelle Zeit, wo die Leute wie bescheuert Klopapier gekauft haben. Und wenn die Nudeln alle sind, kann man auch das essen. Ich finde, das hat einfach gut gepasst gerade. Ja, natürlich ist Trash-TV hier in dem Fall mitten im Leben irgendwie eine Goldgrube, was das Finden von absurden Bauchbinden angeht, gerade wenn man eine sucht, bei der die Leute maximal gedemütigt werden. Das ist hier, finde ich, ganz gut gelungen. Nils, wie sieht es bei dir aus? Was hast du uns mitgebracht? Genau, ich habe letztens Tagesschau geguckt, nachts. Ich habe vergessen, wie sich das nennt. Nachtschau oder sowas irgendwie. Tagesthemen bist du, glaube ich, oder? Nee, noch später als die Tagesthemen. Da, wo wirklich nur die ganz einsam noch wach sind. Und da habe ich Folgendes gefunden. Genau. Ja, um ehrlich zu sein, ich will nicht lange drum rumreden. Ich habe das natürlich selbst gemacht, weil ich dachte, wir kriegen den extra Punkt so oder so, wenn wir schon was selber machen. Und den wollte ich natürlich nicht verlieren. deswegen habe ich das gemacht. Die originale Caption bei dem Bild war aber auch schon super. Da stand nämlich tatsächlich drunter Künstler. Also es war so ein Typ im Testzentrum, der jetzt übergangsweise Corona-Tests macht, Schnelltests. Aber Caption war Künstler. Aber Fashion-Icon fand ich witziger an dem Outfit. Ja, an der Stelle hast du falsch verstanden, was ich als Aufgabe geschrieben habe. Oder ich habe es falsch geschrieben, aber ich bin der Moderator und insofern habe ich recht. Und du kriegst den extra Punkt nur, wenn du nachher auch den Punkt bekommst. Und ja, da bin ich jetzt natürlich gespannt, wie René und Janine versuchen werden, das zu verhindern. René, sag mal, was hältst du von den anderen? Ja, also bei Nils muss ich sagen, wenn man sich schon wirklich auch die Mühe macht, was Eigenes zu erstellen, dann kann man da auch noch ein bisschen mehr rausholen. Also ich musste schon ein bisschen schmunzeln, aber es hat mich jetzt nicht von den Socken gehauen. Finde, da war mehr drin. Schade. Ich bin enttäuscht. Und bei Janine, finde ich lustig. Muss aber sagen, so mitten im Leben ist natürlich ja auch so, ist ja auch sehr bekannt dafür, dass die dann halt natürlich die Leute dann auch extra bloßstellen und so. Und war für mich jetzt auch keine Riesenüberraschung. Und deswegen ist meins das Beste. So. Ja, Janine, berechtigte Kritik oder kannst du dich da noch gut gegen verteidigen? Wie siehst du es? Ich finde es super lustig. Erstens, weil es in die aktuelle Zeit passt. Und zweitens, jeder, der da mitmacht, ist selber schuld an allem, was danach passiert. Man weiß ja, was es für Sendungen sind. Deswegen finde ich meinen Beitrag am besten. Aber ich muss auch sagen, der von René ist nicht schlecht. Ich habe auch so eine Internetseite, auf die ich manchmal gehe, so floridapolice.com oder irgendwie so. Und da zeigen sie auch mal von Verhafteten mit Bauchbinde so ganz komische Sachen. Also es kommt bestimmt aus Florida, das würde mich nicht wundern. Ja, das von Nils fand ich jetzt auch nicht so dolle, ne? Aber immerhin selber gemacht. Ja, da muss man tatsächlich feststellen, dass es in den USA, dass sowas wie Datenschutz in dem Moment endet, wo du irgendwie verhaftet wirst. Also da gibt es ja allerlei Mugshots irgendwie. Weiß ich auch nicht genau an der Stelle. Nils, ich bin mal gespannt. Die Reaktionen auf deine Bauchbinde waren jetzt so mittelmäßig. Versuch mal so zu tun, als wäre es anders.
Boah, ich wollte gerade sagen, den Versuch starte ich erst gar nicht, weil ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich muss sagen, also ich fand gerade den Mugshot von René, fand ich sehr witzig, vor allem, weil ich bei dem Namen dachte, das könnte vielleicht das zweite Kind von Elon Musk sein. Das dachte ich zuerst möglicherweise. Was Janine dabei hatte als Bild von Mitten im Leben, ist auch so ein Internet-Klassiker. Ich habe es auch schon mal vorher irgendwann gesehen, glaube ich. Deswegen hat mich das jetzt nicht mehr so geflasht, weil ich es halt schon kannte. Aber jetzt mache ich hier Werbung für Renés Beitrag. Meins ist am besten. Wir scheinen doch noch in einem starken Patriarchat hier zu leben, wo erst René argumentiert, warum Nils Podcast der beste ist und dann Nils wiederum, warum der Max-Shot von René der beste ist. Janine, das haben sich offensichtlich alle gegen dich verschworen. Und dem ich habe meine Tampons, ich bin die Stärkste. Ja, das mag in allen anderen Bereichen des Lebens so sein, in dieser Show nicht, weil ich schließe mich dem jetzt einfach an und gebe René den Punkt, weil ich das auch sehr, sehr witzig fand. Ich fand es einen guten Max-Shot, ich fand es eine gute Bauchbinde. Herzlichen Glückwunsch, René, der Punkt geht an dich. Damit hast du schon zwei. Nils hat einen, aber Janine, für dich ist auch noch nichts verloren, denn in der letzten Runde, in der vierten Runde, da gibt es zwei Punkte. Das heißt, wenn du mich da jetzt überzeugen kannst, dann ziehst du noch vor Nils ins Finale ein. Und zur vierten Runde würde ich sagen, kommen wir auch direkt. Aufgabe 4. Unglaubliche Wish-Produkte. Und bei der vierten Aufgabe, da geht es um eine Website, die kenne ich eigentlich nur aus Memes und aus nervigen Werbeanzeigen, und zwar um wish.com. Falls jemand wish.com nicht kennt, da gibt es unnötige Scheiße für so billig, dass man sich nicht erklären kann, wie etwas so billig sein kann. Der Grund ist meistens schlechte Qualität. Und die Frage, die sich daraus für mich an dieser Stelle ergeben hat, ist, dass die Kandidaten und Kandidatinnen doch etwas finden sollten bei wish.com, bei dem man nicht glauben kann, dass es unter 5 Euro kostet. Und ich bin gespannt, was das jetzt für Beiträge sind, was das für Produkte sind, die drei mir hier mitgebracht haben. Janine, an der Stelle würde ich wieder mit dir anfangen. Was hast du mitgebracht? Ja, ich habe natürlich ein Weilchen geguckt, wollte ja nicht das Erstbeste nehmen. Ich habe auch sehr vieles gefunden und wusste erst gar nicht, was davon ich nehme. Aber dann habe ich mich für folgenden Artikel entschieden. Ja, Hörgeräte für 1 Euro. Ich war damals dabei, als meine Oma beim Hörgeräteakustiker war und sie hat 2000 Euro für ihre Hörgeräte bezahlt und die sind auch scheiße. Also frage ich mich, wie scheiße können Hörgeräte sein, die nur 1 Euro kosten? Und hört man damit überhaupt was oder vielleicht gar nichts mehr? Ach ja, und noch unnützes Wissen. Wenn Hörgeräte leer sind und aufgeladen werden müssen, fangen die an, im Ohr so richtig schrill und laut zu piepen. Und ich vermute, die 1-Euro-Hörgeräte explodieren einfach, wenn sie leer sind. Weil ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich finde es fast gefährlich, sowas zu bestellen. Es ist auf jeden Fall krass. Auch das durchgestrichene 248 Euro, finde ich, setzt dem Ganzen nochmal irgendwie die Krone auf. Ich bin gespannt. Also Hörgeräte für 1 Euro ist schon echt heftig, ob Nils und René das noch toppen können. Nils, was hast du mitgebracht? Ja, also mir ging es mit Wish tatsächlich ähnlich wie dir. Mir war das auch nur aus Memes ein Begriff. Ich kannte die Seite noch gar nicht. Habe dann jetzt in der Vorbereitung für die Show, habe ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und bin komplett perplex, was da alles so angeboten wird an Sachen. Und zwar unter anderem habe ich das hier gefunden. Ein Ring mit dem Konterfei von Donald Trump, angeblich 18 Karat, für 1,93 Euro, ist runtergesetzt von 4 Euro. Bei mir stellt sich die Frage, wer gibt da überhaupt 1,93 Euro für aus? Sollte er nicht noch günstiger sein eigentlich? Aber ich finde auch das Design einfach großartig. Vorne sein Gesicht, innen drin, fast wie bei Herr der Ringe. Nur statt ein Ring sie zu knechten, ist es ein Ring to make America great again. An der Seite steht noch Trump USA. Also das ist das volle Paket. Ich hätte ihn sehr gerne bestellt für heute. Leider war Lieferung bis zum 12.03. Deswegen habe ich es jetzt leider nicht gemacht. Aber hole ich auf jeden Fall nach für den Privatbesitz. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn du damit demnächst durch die Stadt läufst mit einem großen Donald Trump Siegelring 1,93. Ist natürlich auch ein guter Preis für 18 Karat Gold. Und ich bin gespannt, René, was der letzte Beitrag in der letzten Runde, die ihr vorbereitet habt, uns noch beschert.
Ja, ich habe auch ein bisschen gestöbert und bin auf etwas gestoßen, das ich so vorher noch nicht kannte. Und zwar handelt es sich um professionelle eingewachsene Zehennagel-Zehenfixierer, die man für 2 € erwerben kann. Und ich glaube, dass man damit dann eben eingewachsene Zehennägel praktisch aus dem Zeh wieder raushebeln kann oder so. Und ich finde das besonders praktisch. Wir hatten ja 5 € Budget, dann könnte man sich halt auch direkt 2 holen und dann praktisch beidseitig auch arbeiten. Und von daher hat mich das also auch einfach überzeugt. Okay, ich muss sagen, bei dem Bild wurde mir schlechter als bei beiden kotzenden Katzen irgendwie. Das ist nicht so mein Thema, ehrlich gesagt. Und ich bin jetzt natürlich noch daran interessiert zu erfahren, wie ihr euer Produkt im Vergleich zu den anderen beiden seht. Bei welchem kann man am wenigsten glauben, dass es unter 5 € kostet? Janine, wie siehst du das so im Vergleich? Ja, meins ist natürlich auf jeden Fall am besten, weil Hörgeräte sind hochwertige kleine Geräte, die angefertigt werden müssen und es dauert Wochen, bis sie fertig sind. Und deswegen sind sie nämlich normalerweise viel teurer als dieser 1 €, während dieser Ring ein bisschen aussah, als wäre er aus dem Kaugummiautomaten. Und dieser Zehennagel-Entzieher, keine Ahnung, was das war, den habe ich so, also nicht so viel teurer, schon mal bei Rossmann gesehen. Der Ja. ist, ja, der ist tatsächlich eigentlich, also der ist nicht 2 € teuer im Original, aber er ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel teurer. Natürlich, Hörgeräte sind, also da ist die Preisspanne zwischen 1 € und 2.000 € am höchsten. Deswegen finde ich, da kann man es am wenigsten glauben. Ja, ich dachte tatsächlich, das wäre irgendwie ein Fantasieprodukt, dieser Zehennagel-Entzieher. Zunächst möchte ich aber mal von Nils hören, warum der Donald Trump-Ring krasser ist als alles andere. Ja, also ich war selbst schon geschockt, dass das angeblich 18 Karat sein sollen. Und was heißt angeblich? Es sind bestimmt auch 18 Karat. Warum sollte die Website lügen? Und dass sie das überhaupt für 4 € angeboten haben, aber dann nochmal runtergesetzt haben auf 1,93. Das ist halt einfach, was für ein Schnäppchen das ist, was für ein guter Deal. Janines ist auch eine sehr große Preiseinsparung. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob die wirklich 248 € gekostet haben. Das stelle ich mal in Fragezeichen. Und ja, Renés Beitrag hat mich einfach krank gemacht, muss ich ehrlich sein, dafür würde ich keine Punkte geben. Okay, René, das ist natürlich ein harter Angriff jetzt auf dich. Naja. Verteidige dich da mal gegen. Nee, also ich finde, der Angriff ist auch vollkommen gerechtfertigt. Ich muss ja auch sagen, dass ich jetzt, wenn ich mir die Aufgabenstellung nochmal genauer anhöre, ja, also natürlich bei meinem Produkt kann man schon, also da ist man jetzt nicht so verwundert, dass das tatsächlich unter 5 € kostet. Diesen Aspekt habe ich jetzt eher so nicht so richtig beachtet, sondern ich war, glaube ich, eher einfach fasziniert von dem Produkt selbst. Ich dachte, das spricht einfach für sich und man kriegt sogar für 5 € 2. Das war für mich dann einfach ein Totschlagargument. Aber ja, ich sehe jetzt natürlich auch ein, dass, also vor allem bei so einem Hörgerät, das ist natürlich unfassbar einfach, dass das für so einen Preis angeboten wird. Bei dem Ring gehe ich natürlich von aus, dass es sich um eine Verarsche handelt. Deswegen bin ich da jetzt auch wieder nicht so überrascht, dass es das für so ein Geld gibt. Also ich bin in dieser Runde Fan vom Hörgerät. Kann ich natürlich auch sein, weil ich bin ja in einer komfortablen Ausgangssituation. Das ist tatsächlich richtig. Also wäre die Aufgabe gewesen, bei welchem Produkt ich am wenigsten glaube, dass es das gibt, hättest du Ja. wahrscheinlich gewonnen. Das war aber tatsächlich nicht die Aufgabe und ihr musstet, glaube ich, Nils und René beide schon so ein bisschen einräumen, dass so ein Hörgerät, also ich kann mir nicht mal vorstellen, dass das Plastik, was man dafür braucht, selbst wenn da keine Technik drin wäre, dass man das für 1 € bekommt. Insofern, Janine, der Punkt oder die beiden Punkte in dem Fall gehen an dich. Und damit hast du es gerade noch so geschafft, an Nils vorbei ins Finale einzuziehen. Im Finale werde ich dann Janine und René. Herzlichen Glückwunsch euch beiden schon mal. Finale. Herzlich willkommen, René. Herzlich willkommen, Janine. Im großen Finale der dritten Folge von Dies, das Internet. Ihr habt es weiter geschafft als Nils und die Frage ist, wer es jetzt am allerweitesten schaffen wird bis zum glorreichen Sieg.
Das passiert, wenn sich jemand 2 Punkte erarbeitet. Ihr seid jetzt beide wieder auf 0 Punkte runtergesetzt. Fangen wir direkt mal an mit der ersten Finalrunde. Da geht es um TikTok, um die Plattform TikTok. Ich habe vorher so ein bisschen abgefragt, mit was sich wer hier auskennt. Und Janine und René haben von TikTok beide keine Ahnung. Mir geht es da tatsächlich gar nicht so viel anders. Und deswegen habe ich mir folgende Aufgabe überlegt. Ich lese euch gleich 4 Namen vor. 2 davon sind TikTok-Stars, 2 davon sind Cocktails. Und die Frage an euch ist natürlich, wer ist was oder was ist was? Ich tue auch gar nicht so, als müsste ich diese Namen nicht vom Zettel ablesen. Der erste Name, TikTok-Star oder Cocktail, Lily Blossom. Der zweite Name, Falco Punch. Der dritte Name, Oliveto. Und der vierte Name, Charlie D'Amelio. 4 Namen. Für mich könnte es ein bisschen beides sein. Also natürlich habe ich da auch Sachen rausgesucht. Das könnte irgendwie so ein TikTok-Star sein oder auch ein Cocktail. Und ihr schreibt mir jetzt bitte im Chat, was ihr glaubt, wer was ist. Ich habe von beiden Antworten erhalten. Und jetzt geht es natürlich darum herauszufinden, wer von beiden mit mehr Antworten recht hatte, wer das besser einschätzen konnte. Und ich würde einfach mal sagen, Janine, erzähl du mir doch mal Lily Blossom. Was glaubst du, TikTok-Star oder Cocktail? Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein kleines, süßes, blondes TikTok-Mädchen ist. Weil Lily Blossom, ich denke dann so eine Barbie oder eine Fee. Und ich glaube, dass irgendeine auf der Welt sich so nennen würde auf TikTok. René, stimmst du dem zu oder nicht? Ja, also ich hatte tatsächlich ein ähnliches Bild im Kopf. Irgendwie so eine TikTok-Maus. Cringiges Wort. Jetzt kann ich auflösen, dass ihr beide Unrecht habt. Es ist ein Cocktail. Oh shit. So schlecht. Weißer Rum, Minze, Honig, Sirup. Also den könnte ich mal ausprobieren. Okay, und da kommt eben lecker. So eine kleine Blüte rein. Und daher hat der wohl seinen Namen. Aber ja, wirklich? Nur damit man die dann rausnimmt, weil es einen stört. Ja, so ist das bei Cocktails, oder? Die Hälfte von Cocktails sind irgendwelche unnötigen Schirmchen und Oliven oder was auch immer man da oben noch drauf tut. Machen wir weiter mit dem zweiten Namen, den ich genannt habe, Falco Punch. Ist Falco Punch wohl ein TikTok-Star oder ist es ein Cocktail? René, was sagst du? Ja, ich habe mich da jetzt für den Cocktail entschieden, weil das Wort Punch bei mir so eine Assoziation hervorgerufen hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch gerade das jetzt hier die Falle war. Janine, stimmst du dem zu oder hast du doch den anderen Weg gegangen? Ich bin auch der Meinung, dass das ein Cocktail ist, aber nur deswegen, weil ich den Planters Punch kenne. Und ich denke mir, wenn es einen Planters Punch Cocktail gibt, gibt es auch einen Falco Punch vielleicht. Ja, Punch ist tatsächlich ein alkoholisches Getränk. Ja. Aber es war eine Falle. René hat sie gewittert, nur leider zu spät. Falco Punch ist einer der größten deutschen TikTok-Stars mit 9,3 Millionen Follower. Der macht so Video-Editing-Zeug. Ist sogar ganz cool. Kann man sich mal angucken. Also bisher tatsächlich kein Punkt für keinen von euch beiden. Läuft nicht so. Mal schauen, ob die dritte Runde da Abhilfe schafft. Die dritte Runde, da ging es um Oliveto. Oliveto, Janine, eher ein TikTok-Star oder eher ein Cocktail? Ich würde sagen Cocktail, weil es gibt viele Cocktails, wo Oliven mit reinkommen als Deko. Kann ich mir also ganz gut vorstellen. René, die gleiche Antwort und hast du es dir ähnlich hergeleitet? Ich habe bei, da habe ich TikTok. Ich glaube, weil ich das als letztes übrig hatte. Aber es war, ja, keine Ahnung. Also ich habe dafür jetzt keine richtige Begründung. Ich habe auch ehrlich gesagt was anderes verstanden. Irgendwas mit Uli. Und dann dachte ich, das wäre jetzt so wie Uli Hoeneß quasi. Oliveto. Okay, also ein bisschen nach dem Prinzip in der Schule bei Multiple Choice. Ich habe schon zu oft A angekreuzt. Da muss es jetzt mal was anderes sein. Und an der Stelle hat tatsächlich Janine recht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich versprochen habe. Es ist ein Oliveto und es ist tatsächlich mit Olivenöl, Dry Gin und Zitronensaft ein leckerer Cocktail. Olivenöl, ich bin raus. Das schmeckt, aber das gibt es auf jeden Fall. Eiweiß ist auch noch drin. Ja, gucken wir mal, ob Janine, du führst also hier, ob du die Führung auch beim letzten Namen ins Ziel bringen kannst oder ob René doch nochmal ausgleicht. Und zwar war der letzte Name ja Charlie D'Amelio. René, ist das ein TikTok-Star oder ist das ein Cocktail? Ja, das ist natürlich ein Cocktail. Blöde Frage. Kennt man doch. Ah. Kennt man das, Janine? Hast du das auch gesagt?
Da weiß ich es. Charli D'Amelio ist die erfolgreichste TikTokerin der Welt und sie wird mir auch ständig vorgeschlagen, damit ich ihr folge und ich klicke immer weg, weil ich will das nicht sehen. Die hat irgendwie so 50, 58 Millionen Klicks oder so. Sie hat sogar 109 Millionen Follower, also die ist wirklich erfolgreich. Und ja, tatsächlich, das ist irgendwie krass, dass eine Plattform so erfolgreich ist, dass jemand auf dieser Plattform so erfolgreich ist, aber wenn man irgendwie nicht im Game ist, kennt man es trotzdem nicht. Also Janine, du hast zweimal richtig geantwortet, René, du leider gar nicht. Das heißt, die erste Finalaufgabe, die gewinnt Janine und damit gehst du im Finale 1-0 in Führung. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zur zweiten Finalrunde. Janine, du kannst das Ding jetzt für dich klar machen, wenn du auch diese Runde gewinnst und die erste Siegerin werden von Dies das Internet. René, du kannst ausgleichen und das Ganze in eine Entscheidungsrunde zwingen. Für die zweite Finalrunde habe ich mir Folgendes überlegt. Alle vier, die heute Abend dabei sind, ich, Nils, Janine und René, sind bei Twitter vertreten. Mehr oder weniger erfolgreich und mehr oder weniger aktiv. Aber ich habe von uns allen Vieren einen Tweet relativ zufällig rausgesucht. Ich werde euch die jetzt einen nach dem anderen zeigen. Ich habe natürlich das Profilbild und den Namen jeweils zensiert. Und ihr müsst mir danach dann, wenn ihr alle gesehen habt, im Chat schreiben, was ihr denn glaubt, von wem welcher Tweet ist. Ich bin mal gespannt, ob ihr zumindest euren eigenen erkennen könnt und wie es dann bei den anderen aussieht. Vielleicht stellt sich jetzt natürlich auch noch heraus, dass hier jemand einen krassen Comedy-Autor anhat. Aber ich fange mal an mit folgendem Tweet. Pool, Alkohol, Zickereien, Umstyling. Not sure if I'm watching Germany's Next Topmodel, Bachelor, krass Klassenfahrt oder DSDS mit dem Hashtag DSDS versehen. Der nächste Tweet gestaltet sich wie folgt. Ich lasse mein Geld für mich arbeiten. Was andere denken, was ich tue, versus was ich eigentlich mache. Christian Lindner gegen Rubbellose. Auch das ein Tweet von einem von uns Vieren, aber von wem? Frauen behaupten, nur sie seien von Sexismus betroffen. Dabei gibt es auch Dinge, die sich Männer hart erkämpfen müssen. Bauchtanz zum Beispiel, mit dem Hashtag Sexismus versehen. Und der allerletzte Tweet, folgender, ein Handshake-Tweet, ein Format-Tweet. Bundesregierung bei Corona in Schulen und VermieterInnen bei Schimmel in der Wohnung. Ja, da müssen sie wohl lüften. Diese vier Tweets habe ich rausgesucht und es liegt jetzt an euch, euch daran zu erinnern, was habe ich denn davon verzapft? Und was könnten die anderen gewesen sein? Also schreibt mir mit der jeweiligen Nummer, was ihr glaubt, wer hat diesen Tweet verbrochen. Und wieder habe ich von beiden Finalisten Antworten bekommen und bin jetzt natürlich gespannt zu erfahren, warum ihr mir was geschrieben habt. René, der erste Tweet, da ging es ja irgendwie um Germany's Next Topmodel und DSDS und so. Wem hast du den zugeschrieben? Ja, das habe ich natürlich jetzt auch einfach, weil ich dachte, da muss jetzt einfach Schubladendenken her, habe ich das jetzt der Janine zugeschrieben, ohne das jetzt weiter begründen zu können. Einfach Bauchgefühl und dachte, okay, ich muss jetzt hier einfach so ein bisschen so auf den ersten Eindruck irgendwie hören, keine Ahnung. Janine, kannst du das bestätigen? Hat René da recht? Erinnerst du dich daran? Ja, winke, winke aus meiner Schublade, in die ich gesteckt wurde. Der Tweet ist wirklich von mir. Ich gucke zu viel Trash, ich weiß. An der Stelle auch nochmal eine deutliche Empfehlung für Janines Twitter-Account, vor allen Dingen, wenn ihr euch für Trash-TV interessiert. Manchmal sind auch witzige andere Sachen dabei, aber das ist echt, also ich habe durch deinen Twitter-Account von Sendungen erfahren, von denen ich sonst nicht erfahren hätte, dass es sie gibt. Kommen wir zum zweiten Tweet, dem Christian Lindner-Tweet. Janina, würde ich mit dir anfangen. Was hast du gedacht, von wem der ist und warum? Ich glaube aus irgendeinem Grund, dass er von Nils ist. Ich traue ihm das zu, dass er das twittert, so, dass er sich auch so für Politik interessiert und so. Ich weiß nicht, ob man sich für den Tweet unbedingt massiv für Politik interessieren kann, aber den Verdacht kann ich nachvollziehen. René, hattest du den gleichen Verdacht? Nee, ich habe mich jetzt für dich entschieden, Tim. Ja, so richtig begründen kann ich es auch gar nicht. Das war einfach auch so dieses erste Gefühl, dass ich irgendwie dachte, so von dem, was du sonst schon mal auf der Bühne erzählt hast und so, das könnte irgendwie passen. So. Aber also hier das erste Mal, dass ihr nicht der gleichen Meinung seid. Und ich kann bekannt geben, Janine, du hast recht, der Tweet war tatsächlich von Nils.
Nee, für dich wird es wirklich okay. An der Stelle. Also, ja, ja, du musst ja. In den nächsten zwei Runden noch echt ordentlich was raushauen und irgendwie Glück haben, dass Janine sich vertut, damit das für dich noch was werden kann. Und ja, vielleicht beim dritten Tweet, Janine, da würde ich dich fragen, wer hat den wohl getweetet? Ja, das war das mit dem Bauchtanz. dadurch, dass René gerade gesagt hat, Schubladendenken muss her, finde ich so Gender-Kram, irgendwie traue ich dir ganz gut zu. Also Janine, du sagst, das war René. René, ja. Was sagst du? Ja, es ist vollkommen richtig. Also den habe ich geschrieben. Ja, genau, die Thematik, die ja, benutze ich mal ganz gerne. Ja. Die Thematik Sexismus oder Bauchtanz, was liegt dir da? Die Thematik Sexismus, das Beispiel Bauchtanz hatte ich jetzt sonst noch nicht erwähnt. Aber ja, ich finde, das ist natürlich ein super Beispiel, dass auch einfach Männer auch manchmal auch benachteiligt werden. Ja. Traurig ist witzig, das. Der Tweet. Ich musste ein bisschen lachen. Ja, tatsächlich, Janine, bist du dreien richtig auf die Schliche gekommen und daraus ergibt sich ja schon, dass du auch beim vierten recht hattest. Der vierte Tweet, der letzte Tweet, der war von mir. René, du hast Nils und mich dann an der Stelle wahrscheinlich vertauscht, ne? Du hast den so ist es. Nils zugeschrieben. Auch nicht schlecht von dir, aber Janine, du hast gewonnen, auch den zweiten Punkt im Finale und damit natürlich auch das gesamte Finale und die dritte Folge von Dies, das Internet. Herzlichen Glückwunsch. Yay! Könnt ihr so einen Jingle einbauen? Und ganz zum Schluss möchte ich wie in jeder Folge das Wort natürlich noch einmal an die glorreiche Siegerin übergeben. Janine, herzlichen Glückwunsch. Verabschiede dich gerne von den Zuschauern und Zuschauerinnen und erzähl auch nochmal, wo sie dich so finden können. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wer Bock hat, Sachen von mir zu sehen, auf Twitter. Twitter ich gerne viel Quatsch über meine Familie und vor allen Dingen über Trash-TV. Also da könnt ihr mir folgen. Und ansonsten bei Instagram poste ich Bilder, die niemand sehen will. Also da könnt ihr mich auch abonnieren. Bei Facebook müsst ihr nicht, die Seite ist eh tot. Ja, und ansonsten, vielleicht sieht man sich ja mal. Bis bald. Macht's gut, schöne Woche noch. Bis zur nächsten Folge. Das Internet.